Schön, dass ihr alle hier seid. Ihr seht es vielleicht, Philipp und ich, wir haben uns hinter der Bühne noch um eine Pizza gestritten. Ja, ja. Ich habe gewonnen. Deswegen sieht mein Gesicht auch so speckig aus. Und seid so wunderschön klar. Naja. Ich hoffe, ihr habt schon viel getrunken. Ja, das ist gut. Das werdet ihr brauchen in den nächsten Minuten. Nehmt ruhig noch einen Schluck. Es ist sicherer. Es macht irgendwie das Leben schöner. Ja. Früher, ich trinke ja leider gar keinen Alkohol. Ja. Ist ein Problem. Früher in der Schule war es noch ein größeres Problem, weil man hat diesen Gruppenzwang. Ja, wenn man nicht trinkt, dann fragen die mal, warum trinkst du nicht? Komm, probier doch einen kurzen. Komm, trink einen kurzen mit mir. Es ist doch nur so wenig und so. Ich hatte dann immer braunen Zucker dabei, hab den rausgeholt und so, komm, wenn wir danach noch ein bisschen Heroin nehmen, dann können wir das machen. Na komm. Trau dich. Komm, ein Schuss macht dich nicht süchtig. Von einem Schuss ist noch niemand gestorben. Zumindest ist nicht mit mir zusammen. Komm, dann wollten sie nicht mehr. Man muss sich nichts trinken. Ja? Aber es hat sich auch verändert über die Zeit. Ja? Also in den 80ern hätte ich dann ein Problem gehabt, weil dann hätten sie gesagt, ja geil, du hast Heroin dabei? Super! Hey, Christiane F., komm mal her! Der Junge hat Heroin! Super! Ja, dann wär's, die hätten mir wahrscheinlich auch gar keinen Alkohol angeboten. Die hätten gleich gesagt, so, hey, hast du Bock mitzufixen? Komm schon, ja? Dann in den 90ern war es so verpönt, deswegen musste ich das dann machen. Und heute würde ich sie alle kriegen, wenn ich sage, hey, Heroin ist ein Naturprodukt. Und das hier ist sogar Fair Trade. Und die CO2-Emissionen habe ich ausgeglichen. Das Zeug ist schneller im Arm, als ihr gucken könnt. Ja, das ist so hip. Ja. Ja, ist auch geil, Heroin macht man heiß, so wie diesen Raum hier. Geile Überleitung, ich liebe sie. Ich habe so ein Problem, ein paar von euch haben mich vorhin schon gesehen, ich trage dann so eine Kühlweste, weil ich nicht schwitze, sondern schmelze. Ja, das heißt, ihr hättet dann hier einfach nur so einen hautfarbenen Fleck auf dem Boden gesehen. Daneben ein stranges Hemd und eine seltsame Hose und ein Päckchen Zucker. Und das wäre halt nicht so schön gewesen. Deswegen habe ich auch seit 10 Jahren eine Klimaanlage, also seit über 10 Jahren. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, kaufst du dir eine neue? Weil die alte war sehr laut. Und die neue Klimaanlage ist besser fürs Klima. Ja, denn wenn sie explodiert, dann ist das Kühlmittel nicht so schlecht für die Umwelt wie bei der alten. Das ist besonders geil, wenn man weiß, dass die alte gar nicht explodieren konnte. Die neue aber schon. Geniales Gas, ich meine, es hat Vorteile. Ja, es hat den Vorteil, dass, wenn die Klimaanlage explodiert, dann atme ich nicht mehr aus und das ist wieder gut fürs Klima. Und wenn ich es richtig anstelle, nehme ich den ganzen Häuserblock mit. Alle weg. Alle atmen nicht mehr. Das ist super geil. Klar, für einen Moment steigt der Feinstaubgehalt in der Luft. Aber das ist nicht so wild. Ja? Ihr merkt es vielleicht schon, meine Themen sind jetzt nicht unbedingt so. Ne? Also ich mach gerne Witze auch, die andere nicht machen. Man soll das Feld nicht den Rechten überlassen. Meine Witze, also mir ist egal, rechts, links, schwarz, gelb, grün, Mann, Frau, es ist mir egal. Meine Witze sind einfach menschenverachtend. Und damit meine ich einfach jeden. Das ist total cool. Ja, der größte Menschenhass kommt bei mir in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf. In der S-Bahn. Ja, ich fahre nicht mehr S-Bahn, ich fahre nur noch Auto, Diesel. Und hat einfach den Grund, letzten Winter stand ich in der S-Bahn, so ganz cool so. Und vor mir stand auch so einer, auch so ganz cool so. Und auf einmal. Und ich stehe nur so da. Alter, hab doch den Respekt und nies mir ins Gesicht. Ist doch ekelhaft sowas. Mann, das erträgt man doch nicht. Naja, aber es ist ganz gut. Ich fahre, wie gesagt, jetzt nur noch Auto. Und
Kennt ihr das, wenn man so einen Sitz hat, so ein Sofa, und da ist so ein Abdruck von seinem Arsch drin? Auf meiner Motorhaube ist ein Abdruck vom Fahrrad. Ja, umso mehr freue ich mich, dass ab morgen E-Scooter erlaubt sind. Dann kommt da mal was Neues. Und ich find's auch traurig, Fahrradfahrer zu überfahren, ja, weil die tun wenigstens noch was. Ja, aber so ein E-Scooter-Fahrer, zum einen hat er das verdient, zum anderen erlöse ich ihn davon, so peinlich auszusehen. Ja, einfach mal bei Abbiegen so. Verkehrsdarwinismus. Ich passe auf LKWs auf. Du auf. Hm? Deswegen steht es auch immer in der Zeitung, wenn ein Fahrradfahrer von einem LKW überfahren wird, weil das ist gegen die Natur. Fahrradfahrer haben nur von Autofahrern überfahren zu werden. Ja, es ist einfach widerlich. Ja? Fahrradfahrer überfahren dafür Fußgänger. Und Fußgänger laufen über kleine Kinder. Darwinismus. Ganz normal, natürliche Auslese. Ja? Naja. Ich war neulich mit einem Kumpel auf einer Party. Es war sehr lustig. Er sieht nicht so aus wie ich, sondern schön. Also wirklich nur Homo, aber der sieht wirklich gut aus. Ja? Der hat auch einen super Schlag bei den Frauen und Tausende super. Also wirklich, Problem bei der Party war, es gab keine Frauen. War ein Kumpel von mir, der ist Ingenieur. Andere Geschichte. Ja, es gab keine Frauen und er war aber trotzdem irgendwie ziemlich rattig. Ja? Und auf einmal sagt er zu mir: Alter, der Typ da drüben, ja, das ist verdammt geil. Ich sag so, okay, wusste ich gar nicht, aber meinetwegen, soll mir recht sein. Ich hasse alle Menschen, also. Mach. Ich hatte keine Ahnung, wen er meint, weil es waren halt nur Typen da. Ja, und er war so durch den Gang, so, ach, komm her, mein Süßer. Und desto näher er seinem Ziel kam, desto mehr wusste ich, diese zwei sind füreinander geschaffen. Beide wunderschön, beide liebten sich selbst und es gab so eine sexuelle Spannung im Raum. Es knisterte einfach unglaublich. Ja? Und sie kam sich näher und man sah, er schloss seine Augen und der andere schloss auch seine Augen und sie kam sich näher und näher und BAM ist er gegen den Spiegel gelaufen. Mann, war das geil. Ich hatte so einen Spaß. Ja? Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank.